Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im Weihnachtsvideo. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen überlegt, oh, soll ich zu Weihnachten noch ein Video drehen oder nicht? Und dann habe ich dann doch beschlossen, ach ja, ich mache ein Video. Ich erzähle euch doch so ein bisschen von der aktuellen Weihnachtswoche. Und es sind jetzt noch ein paar Tage hin. Wir rüsten uns schon und ich zeige euch einfach mal, wie der Blumenladen jetzt aussieht. Wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten und was wir da alles schon jetzt Schönes ausdekoriert haben. Und dann mache ich jeden Tag so eine kleine Etappe, dass es einfach so ganz aktuell ist, weil viele finden ja den Blick hinter die Kulissen so schön. Bleibt mal dran und nach der Intro gibt's Tag 1 der Vorbereitungen. So, palim palim, herein in die gute Stube. Der Laden hat jetzt schon geschlossen. Wir stellen hier immer die leere Kasse hinter die Ladentür und das heißt, es gibt hier nichts, es ist nichts zu finden. Dann sind natürlich, weil über Nacht, damit die keine Füße bekommen, sind unsere schönen Christrosenkörbe in diesen tollen Drypots, die auch viele von euch bestellt haben und mit denen auch so schön die Amaryllis dekoriert werden können. Die sind über Nacht natürlich drin. Weihnachten ohne Bäumchen geht gar nicht. Deswegen ist ja unser Bäumchen hier, das kommt tagsüber raus. Und was unheimlich begehrt ist zu Weihnachten, sind diese schönen Ilex-Beeren, die zu Amaryllis gebunden und die sind so richtig lang. Ja, die sind dann total schön. Und wir haben einfach jetzt mal an Schnittblumen nochmal so richtig aufgerüstet. Ja, also der Tisch ist voll, aber wahrscheinlich wird im Laufe der Woche auch unheimlich viel, so ich muss jetzt mal hier dazwischen laufen, wird hier unheimlich viel rausgehen und wir sortieren unseren Tisch. Hier sind übrigens auch sehr schöne Wachsrosen und mit Wachsrosen machen wir auch dauerhafte Sachen, die den ganzen Winter auf dem Grab bleiben können. Ja, im Hintergrund hört ihr meinen Drucker, also es kommen auch die Lieferaufträge per Fax rein und es ist ja für diese Woche jetzt, also es wird schon wieder eine sportliche Nummer. Meine Mädels sind jetzt schon zu Hause, aber die waren heute super fleißig, weil ich war heute auf dem Großmarkt und wir haben diese ganzen Amaryllis eingestellt in Wasser, ja, in die Vasen und alle mit Tesa, mit Tesa fixiert unten, um die Amaryllis rum Tesa geklebt, damit die sich nicht so aufringeln. Und was wir immer machen, wenn wir die dem Kunden lang mitgeben, dann machen wir auch immer noch einen Holzstab rein, weil sonst nach, wenn die reif werden, dann werden die weicher und die Köpfe schwerer und größer und dann knicken die sonst schneller um und mit einem Holzstab halten die ganz toll. Ja, weil jetzt, wenn die so frisch sind, ist das kein Problem, aber je reifer die werden, desto schwerer wird natürlich auch der Kopf. Ja, dann haben wir auch hier Rosen, viele Farben, also auch Rosa lässt sich wunderbar zu Weihnachten kombinieren. Dann gibt's hier diese kurzen Amaryllis im Schnitt, ja, und Rosen. Auch es gibt schon die ersten Ranunkel mit grünen Bartnelken, pinkfarbene Rosen. Also und dieses kräftige Rot ist auch immer wunderschön. Ja, dann haben wir natürlich hier wieder unsere kleinen Giveaways, aber hier im, ja, in dem sogenannten Separé haben wir dann die Liefersträuße bzw. die Abholer. Hier wurden Amaryllis lang gebunden. Das ist jetzt, Entschuldigung, vor unserer Schachtelkiste, aber wir müssen so einen hohen Strauß anlehnen. Nur mit Kiefer und Eukalyptus gebunden. Hier hat ein Herr 31 Rosen gewünscht, gemischt in Rot und Weiß, rund gebunden. Ich glaube, die Empfängerin wird sich freuen, weil das ist diese schöne rote Rose namens Con Amore. Die hat einen richtig knackigen Kopf und hat also von Anfang an diese schönen geklappten Blätter. Dann haben wir hier, wenn man weiter guckt, Christrosen, kleine Christrosenschalen. Ja, die sind also klein gepflanzt mit diesen schönen Wellingtonia-Zapfen, die ich ja schon öfters in den Videos gezeigt habe, auch wo man die findet. Also es lohnt sich immer, meine älteren Videos anzugucken, weil ich beschreibe dann natürlich auch, das war in dem Zapfenkranz-Videos. Es gibt noch Lichterketten, einige von euch haben noch bestellt, aber ja, noch ist da. Und hier, das ist immer so ein Thema, wenn die Sträuße
Wenn die Amaryllis noch so knospig sind, dann sieht der Strauß noch ein bisschen leer aus. Und sobald die aufgehen, wird es dann natürlich ein Knaller, ja. Dann wird es eine richtig tolle Fülle. Es gibt ja noch die letzten Hortensien. Das ist ein kleines Sträußchen mit Rosenhortensien, mit rosanen Drossnelken. Das sind jetzt einfach nur die Liefersträuße für morgen. Und hier ist noch ein weißer Strauß. Auch hier genau das Gleiche. Die Lilien sind so knospig, aber wenn diese Lilien aufgehen, dann wird sich die Optik von diesem Strauß total verändern. Die meisten von uns kennen Amaryllis in Weiß und in Rot, aber hier ist zum Beispiel ein wunderschönes Apricot, speziell von der Dame bestellt. Sie hat gesagt, sie möchte gern diesen wunderschönen Farbton. Und das ist nicht gefärbt, das ist Natur. Ja, andere Blumen sind schon verpackt, die zum Empfänger müssen. Und weil es weihnachtet, rüsten wir uns auch farblich. Hier sind also ganz viele Mini-Chrysanthemen. Sorry, der Schatten von der Kamera ist über den Blumen. Ja, dann diese schönen bärigen Hypericum, die unbedingt dazu müssen. Dann gibt es eine ganz liebe Abholerin, die sich eine tolle Christrosenschale holt und auch was fast ein bisschen versteckt ist. So, Moment, muss ich hier mal zeigen. Das ist eine ganz toll dekorierte Amaryllis im Topf. Und die ist mit goldenen Walnüssen, mit Kugeln, Zapfen, mit schönem, ja, mit schönem Ilex und rote Kornuszweige. Ja, und dann gibt's auch noch nicht nur Weihnachten. Es gibt morgen, tara, es gibt eine Hochzeit. Ja, mit in weiß, pastellig, mit einem, auch hier in voll im Trend mit Trockenblumen im Brautstrauß. Ja, und auch diese schöne cremige Mischung. Das ist also ein ganz, ich finde, ein ganz toller, ein aparter Brautstrauß, total entzückend und auch ein bisschen wild. Und genauso haben wir passend den Bräutigam-Anstecker gemacht. Das wird morgen früh abgeholt. Dazu gibt es auch Tischdeko und wir haben auch noch andere Aufträge. Also in Weiß, da machen wir morgen noch schöne Blumen, die leider für den traurigen Anlass, aber auch für traurige Anlässe brauchen wir schöne Blumen, weil Blumen begleiten nun mal die, ja, die traurigen und die freudigen Höhepunkte des Lebens. Christrosen haben wir auch hier noch. Und da warten noch die Amaryllis, die vielen Amaryllis darauf ausdekoriert zu werden. Und wenn ich dann immer auf dem Großmarkt bin und besondere Schätze ergattere, dass zum Beispiel jetzt hier eine weiße Amaryllis mit drei Knospen schon, das finde ich natürlich super, wenn schon drei da sind. Das ist Sahnequalität. Amaryllis ist eh so ein ganz, war wirklich ein super Thema, weil ganz viele von euch haben auch geschrieben, sie schaffen es immer wieder, ihre Amaryllis zum Blühen zu bekommen. Weil ich glaube, der wichtigste Punkt daran war, dass die ab August nicht mehr gegossen werden. Das ist also das A und O. Ja, aber das ist jetzt also mal der Stand der Dinge. Und ach, da ist eine Kundin. Moment, also ich mache morgen weiter mit dem Video. Ja, bis dann, ihr Lieben. So, Ciao. es ist jetzt mittlerweile Donnerstagabend und wir haben heute wieder so fleißig produziert, so viele Sachen gemacht. Und interessant ist auch, Moment, ich muss mal kurz die Lampe anmachen. Interessant ist auch tatsächlich, nee, sieht man jetzt abends nicht. Es ist so viel weggegangen schon von unserem ganzen Grün und ich muss da morgen noch mal ein Foto machen. Aber es ist von dem vielen, vielen Grün, das wir im Hof hatten und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was wir alles da hatten, ist wahnsinnig viel weg und ich steige jetzt hier einfach mal, ich steige hier immer so rein, ja, ich steige jetzt einfach mal in den Caddy und zeige euch mal von oben, was wir für schöne Sträuße mit Ecuadorrosen, ja, ein Strauß mit Schleierkraut in zarten Tönen, nicht weihnachtlich. Viele Sträuße mit Amaryllis, Amaryllis ohne Ende, Wahnsinn, mit Skimmia, Eukalyptus. Dann gibt es auch Sträuße, die weihnachtlich sind, mit Zapfen, Rosen, mit diesen schönen Amaryllis auch. Oder auch wirklich dann ein bisschen bunter gestaltet, ja, dass also viele Farben hat. Und es gibt ja nicht nur die saharafarbenen Strobuszapfen, sondern auch die in Natur, die so schön lackiert sind. Und hier ist jetzt ein Strauß, der ist mit, das ist ein Strauß, der ist wahnsinnig groß. Der hat 5 oder 6 Amaryllis drin. Und hier kommt jetzt so das Blumenparadies, weil hier habe ich jetzt, das sind alles Blumensträuße und die sind jetzt so gepackt,
dass die gar nicht umfallen können. Die muss ich jetzt gleich zum Kunden bringen. Und damit das Ganze mir nicht umfällt, habe ich jetzt einfach Eimer, so, habe ich jetzt einfach hohe Eimer dagegen gestellt und werde diese Sträuße jetzt nach Ladenschluss noch wegfahren. Und das war jetzt nur der kleine Überblick ins Auto. Aber wir gehen jetzt mal wieder rein. Ja, und so einen kleinen Eindruck mal mit dem Foto. Also hier warten ganz viele Flower Blumengröße darauf. Oder diese schönen Flower Bags, die wir hier haben von Florop. Die warten also drauf, gefüllt zu werden. So werden diese Sträuße ausgeliefert. Und da wird dann in diese Tasche, ich zeige es nur nicht so genau, die Tasche, weil da ist natürlich ein Name drauf. Und das ist auch Datenschutz. Ja, und dann werden diese schönen Flower Bags gefüllt. Und da gehen die ganzen Sträuße morgen wasserversorgt, ja, von der ersten Minute an raus zum Kunden. Wir haben hier noch was Wunderschönes gemacht. Und zwar, das ist jetzt, und das ist richtig groß, hier seht ihr es an meiner Hand. Einige von euch haben diese schönen Seegraskörbe bei mir schon bestellt. Ich habe die auch versendet per Post. Und wir haben die im, was haben wir da gemacht? Ich glaube, das war an Ostern, ja, Wahnsinn. Also, und jetzt haben wir die mit Amaryllis bepflanzt. Und hier sieht man also die Amaryllis-Knospen, die alle schon hier hervorspitzeln. Und ich glaube, da sind 4 oder 5 Zwiebeln drin. Und das haben wir schön mit Flechtenzweigen dekoriert. Ja, und die Zweige gehen auch natürlich hoch. Und dieses Mal ist es der Seegraskorb weihnachtlich mit Amaryllis. Der wird jetzt auch gleich ausgeliefert zum Empfänger. Aber ich habe gedacht, ich kann den nicht gleich hergeben. Ich muss euch das einfach nochmal zeigen, weil ich finde, das ist jetzt eine richtig tolle weihnachtliche Deko. Und das war ein Kunde, der hat angerufen und hat gesagt, ach, hat einen Auftrag gegeben, hat mir einfach einen Betrag genannt. Ich habe gesagt, was hätten Sie gern? Er sagt, machen Sie einfach was Schönes, Sie machen es ja immer so schön. Und ich finde, das ist ein riesen Kompliment, da freue ich mich total. Ja, dann gucken wir mal in den Laden. Es ist jetzt, meine Mädels sind wieder weg. Wir haben relativ wenig Schnittblumen. Ich muss morgen unbedingt wieder einkaufen. Wir haben also so viel produziert. Und hier haben wir unsere schönen Christrosen-Schalen. Die sind auch weihnachtlich mit Kugel, mit Zapfen sind die richtig toll dekoriert. Und liebe Ingrid, die hat heute also ihre Christrosenschale abgeholt. Es war mir ein Vergnügen, dich hier zu begrüßen. Vielen Dank, dass du diesen weiten Weg in Kauf genommen hast. Und hast ja auch deine Christrosenschale abgeholt. Ja, und dann verbirgt sich natürlich hier unter dem, ja, ich sag mal, sehr viele Sträuße, die wir produziert haben. Die haben wir mit Äpfelchen gemacht. Ja, zu den Äpfelchen komme ich gleich noch. Und hier ist also jetzt ganz viele weihnachtliche Sträuße. Die Amaryllis sind noch nicht offen, die gehen noch auf. Und auch mit Kugeln, mit Zapfen, eben was die Weihnachtsstube so hergibt, auch in Bordeaux, Pink, Weiß, Rosa, ja, ganz viele schöne, toll zueinander passende Zutaten. Und bei ganz vielen oder bei fast allen sind einfach die Amaryllis noch nicht geöffnet und man kann dann also ahnen, was das noch, wie schön die noch werden, wenn sich diese Amaryllis öffnen und wie toll die als Straußmitte, ja, wie toll die dann erblühen. Ja, hier ist noch, hat eine Dame ein Wachsrosenherz bestellt. Das kommt aufs Grab. Die Wachsrosen halten den ganzen Winter. Die sind dann wunderschön und dieses Herz kann man theoretisch auch per Post versenden. Also Wachsrosen sind da ja toll haltbar. Ich habe da auch ein Video gemacht zum Thema Wachsrosen. Zeige ich euch gleich nochmal was. So, hier haben wir auch nochmal Sträuße in Rot. Rot ist Rot, Aprikot ist die Weihnachtsfarbe. Es sind die Farben, die auch am allermeisten gewünscht sind. Klassisch. Hier möchte eine Kundin ihren Nachbarn noch eine nette Kleinigkeit schenken. Und da haben wir jetzt also kleine Körbchen, Christrosen in diese kleinen Körbchen. Und was da ganz süß dabei ist, wir haben die mit so goldenen Walnüssen, die haben wir vergoldet, haben wir reingemacht. Ja, das veredelt das Ganze natürlich noch. Dann sind noch so hübsche Sternchen mit dabei.
Und diese schönen Mühlenbeckia-Reben haben einige von euch auch bestellt. Und das macht so viel Stimmung, wenn da einfach noch mal so ein paar Reben und Ranken drum herum laufen, statt dass die so, ja, so, ich sage jetzt mal so undekoriert in diesem Körbchen sitzt. Hier haben wir große Sträuße, weihnachtliche Sträuße, hier in eleganten, zarten Farben. Dann wieder in kräftigen Farben. Was auch immer sehr schön ist in den Sträußen, das sind also auch Nelken, ja, mit ihrer tollen Struktur. Bei Nelken darf man tatsächlich so ein bisschen öffnen. Und man sieht also dieses schöne Aprikot. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass in den Sträußen auch helle Farbtöne mit drin sind. Das macht das Ganze edler. Und eine andere Dame hat einen Weihnachtsstern bestellt. Die haben wir auch schön dekoriert, das zeige ich noch mal vorne. Hier verbergen sich auch noch einige Liefersträuße, auch ganz interessant mit Baumwolle, mit weißer Amaryllis. Ist jetzt also auch sehr im Trend. Tja, hier haben wir wieder eine Amaryllis in Körbchen gepflanzt. Das ist also immer ein schönes Arrangement. Und was sich ganz toll macht, sind immer schöne Sterne. Ja, es ist immer so ein kleines Highlight mit den Sternen. Amaryllis, 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 ja, Wahnsinn. Also wir haben so viel Kisten Amaryllis. Und hier hat eine Dame noch Sushis bestellt in Rot. Ja, diese kleinen Blüten-Sushis, diese hübschen, mit roten Farbtönen haben wir gemacht mit Hypericum, also mit Beeren, mit Germini, mit kleinen Wellingtonia-Zapfen. Ja, das hier, also es ist also der kleine Wellingtonia-Zapfen. Und es ist immer eine sehr hübsche Tischdeko, wenn man feiert. Und hier ist noch eine andere Dame, die hat einen Dauerstrauß bestellt. Dauerstrauß ist jetzt ein Strauß, der nur mit Nadelgrün gebunden ist, mit ja schön mit Sternchen, Zapfen, Nüssen, Kugeln, Apfelscheiben. Und die Details sind immer wichtig. Die Apfelscheiben haben diesen rötlichen Rand. Und rot ist ja auch die Farbe der Kugeln. Hier ist noch Canella, das ist also die Frucht vom Zimtbaum. Goldene Nüsschen. Und hier einfach so ganz klein fürs Grab. Schön für den ganzen Winter haltbar. Zwei Wachsrosen, nur so gebunden und zum Legen. Und das ist wirklich eine echte Rose gewachst. Also die ist nicht künstlich. Und das ist so eine einfache, kleine, wunderschöne Deko. Hier ist noch ein Strauß in Rot-Weiß gehalten, der bestellt wurde. Weiß ist auch immer schön, dass noch was Helles in dem Strauß drin ist. Ich habe die ganzen Zettel schön zusammengefaltet und hier ist noch eine Vorbereitungsarbeit, ja, für die nächsten Tage. Hier sind die ganzen Äpfel, sind jetzt mit Heißkleber haben wir das natürlich gemacht, ja. Und die Äpfel sind jetzt so auf dem Stab. Und dann können wir die, so wie sie sind, können wir die wunderbar in die Sträuße machen. Und die Äpfelchen gibt es in Weiß, die sind dann gewachst und die gibt es in Rot. Ja, und weil wir eigentlich doch ja für den morgigen Tag relativ wenig im Laden haben, darf ich morgen Abend, nein, nicht abends, darf ich morgen früh wieder mal auf den Großmarkt fahren und darf wieder für Nachschub sorgen, weil wir haben schon zum optischen Füllen Weihnachtssterne dazwischen gestellt und wir brauchen tatsächlich doch noch ein paar mehr Rosen und Amaryllis und Blüten zum Dazwischenfüllen, weil für 2 Tage reicht es gar nicht. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier diese eigentlich ganz schlicht, aber doch sehr süß dekoriert, eine Amaryllis im Filzmäntelchen. Und was auch sich immer schön macht, ist ein Weihnachtsstern. Eben so ein bisschen mit Konifere ausdekoriert. Ja, macht viel mehr her, wenn da ein bisschen Deko drin ist, gegenüber dem Vergleich, wenn keine Deko drin ist. Jemand hat gefragt nach diesem süßen Beeren. Diese süßen Beeren, die gibt's zum Teil, manchmal werden die für unsere Liefersträuße dazu bestellt. Und die haben wir jetzt tatsächlich relativ neu. Die haben also auch noch diese schöne Fliege. Die sind richtig festlich und hübsch. Ja, die finde ich auch sehr, sehr süß und sehr schnuffig. Und manchmal gucken die auch noch so süß. Guck mal. Ja, ich liebe Beeren. Naja, aber das war jetzt so mal die kleine Ladenrundschau von Tag 2. Ich gehe jetzt noch liefern, weil dieser Korb möchte gern zu seinem Empfänger. Und
Morgen geht's wieder weiter und ich guck mal, dass ich ein paar Bilder von der Produktion hier einfange. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss. Hallo. So, es ist jetzt Tag 3 meines Videos und es ist jetzt Freitagabend. Ich war heute Morgen im Großmarkt einkaufen und habe wieder wahnsinnig viele Kisten an Blumen gekauft und wir waren wieder so emsig und haben so viel verarbeitet und mein Fahrer hat auch schon viel weggebracht und guckt mal, hier sind die ersten Ranunkelchen. Ja, das Frühjahr blitzt dann auch schon etwas hervor, wobei ich mich da sehr zurückhalte. Und ansonsten binden wir tatsächlich natürlich ganz viel Weihnachtssträuße. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt diesen Tag auch geschafft haben. Meine Fahrer, ich werde mal hier den Hintergrund von meinem Video, werde ich mal hier wählen mit diesen schönen Amaryllis, mit dieser riesen fetten Vase. Da ist Sinn, also Moment, hier muss man mal zeigen, wie viele da drin sind, Wahnsinn. Ja, mein Fahrer hat also viel gefahren und es waren viele, viele Kunden abgeholt. Und hier sieht man, kann man auch ein bisschen erahnen, ja, was alles so hinter mir steht. Den Blick gebe ich ein bisschen frei. Und ja, es ist nicht alles so einfach, ist auch mit ein paar Problemen verbunden natürlich. Ich wollte auch für eine Dame, die wollte unbedingt Christrosen haben. Und Christrosen, also ich habe dann bei meinem einen Händler Christrosen bestellt. Hieß es, nein, wir bekommen sie nicht. Dann hat der nächste Händler, nein, auch nicht. Also Christrosen im Schnitt haben eine totale Preisexplosion. Dann haben wir im Endeffekt Christröschen in einem länglichen Glas arrangiert. Ich habe leider kein Foto gemacht, schade. Und die haben wir auch schön mit kleinen weißen, grünen Kügelchen, mit Seitenkiefer und mit ein bisschen Moos. Und sie war Gott sei Dank begeistert. Also dann kam ein Anruf aus München und haben uns total drüber gefreut. Ja, also so kleine Probleme, mit denen kämpft man natürlich auch und die gilt es dann auch immer zu lösen, um alle Wünsche zu erfüllen. Es ist jetzt, wie gesagt, Freitagabend und morgen haben wir noch einen Tag und ich werde heute Abend noch das Video für euch machen. Das ist jetzt also wirklich so das Weihnachtsvideo. Ich habe die Blumensträuße nicht fotografiert, das habe ich die letzten Jahre gemacht, aber ich habe euch jetzt einfach mal ein bisschen was erzählt und jetzt kommt noch ein kleines Dankeschön. Moment, dazu muss ich gleich mal kurz nochmal um die Ecke. Ja, also was jetzt komplett neu ist für mich und wo ich auch sage, es ist Wahnsinn, was was ihr für eine tolle, tolle Community seid. Und ich muss jetzt erstmal sagen, ganz lieben Dank, liebe Ingrid aus München, für diese wunderschöne Weihnachtskarte. Ich muss die mal hier so in die Kamera halten. Und die ist so schön. Die hat also ein richtiges Profil. Und also, dass ich auch Weihnachtskarten von den YouTubern bekomme. Mein Mann hat gesagt, Wahnsinn. Also, tausend Dank. Und auch von Rügen, liebe Rosemarie, kam auch diese schöne Karte. Und ich sage euch einfach Danke. Und das ist jetzt exemplarisch für ganz, ganz viele, dass ich Danke, Danke, Danke sage für viele, viele liebe Grüße, für viele liebe Leute, die in den Laden kommen. Und es war ein super schönes Jahr mit euch. Hat total Spaß gemacht. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage, genießt sie und ich wünsche euch ganz friedliche, tolle Tage im Kreis eurer Familie. Nur das Beste für das neue Jahr. Wir selber hier werden ein bisschen Betriebsferien machen und kommen im Januar wieder und dann geht's auch mit frischen Tulpenideen los. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir legen eine Runde die Beine hoch, wenn wir morgen den Rest geschafft haben. Und im Januar geht's dann bestimmt weiter mit neuen Ideen. Also, macht's gut. Vielen Dank. Bin leider, meine Frisur ist etwas ramponiert. Es tut mir leid, aber der Tag war lang. Und es ist halt einmal so. Es ist einfach, es ist auch das Leben.
Also macht's gut. Alle lieben Wünsche von eurer Margit und bis bald. Tschüss.